Fröhliche Weihnachten, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. In diesen festlichen Tagen nehmen wir uns Zeit für Menschen, die uns wichtig sind. Beim 10-jährigen Knastjubiläum. Kannst immer noch bei uns mitmachen, wenn du willst. Nein, danke. Mein Bruder bringt mich raus aus der Stadt. Ich stehe nicht auf Politik. Ich will nur überleben. Heute ist das ein und dasselbe. Ja. Gib mir das für die Schularbeiten auf. Viel Glück. Ja, das können wir alle gebrauchen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Warum wolltest du vorhin nicht schwören? Ich hatte solche Angst. Warum hattest du Angst? Ich hatte Angst, wenn ich schwöre, dass ich an der Versammlung teilnehme, dass meine liebe Frau nicht einverstanden ist. Selbstverständlich lässt sie dich gehen. Sie muss ja damit einverstanden sein. It's something big, something strange, and something never seen in the universe before. Saturn, the solar system's most bizarre yet beautiful planet, has just gotten even more mysterious. In 1979, the Voyager spacecraft showed a perfect geometric form over the North Pole. In October 2006, the Cassini craft found that it is still there. It's just bizarre. It sits there kind of still. It doesn't move to the planet. The pole, there's a hexagonal feature, a six-sided polygon that encircles the pole at about 78 degrees north latitude. And it's sitting there as a set feature. The hexagon is similar to Earth's polar vortex, which has winds blowing in a circular fashion around the pole. Saturn's vortex can fit four Earths inside of it and extends 60 miles deep into Saturn's clouds. And what's more bizarre, Voyager saw little tiny clouds going around at about 100 meters per second, which is about 200 miles an hour, going around this racetrack. People thought, well, maybe it's just a temporary thing. How could this stay there? It's been there now for at least 20 years, and we're going, what is this? Ich bin erfolgreich in den nächsten Raum des Schiffsinnern eingedrungen. Und ich erkenne so etwas wie ein dreidimensionales Bild, von dem ich glaube, dass es den Heimatplaneten von Voyager zeigt. Ich komme jetzt durch einen Verbindungstunnel. Offensichtlich eine Art Plasma-Energieleitung. Möglicherweise eine Feldspule für ein gigantisches System zur Bildwiedergabe. Merkwürdig. Ich sehe Bilder von Planeten.
Monden, Sternen. Ganze Galaxien sind hier gespeichert, aufgezeichnet. Es könnte sich um eine Wiedergabe der gesamten Reise von V'ger handeln. Aber mit wem oder was haben wir es zu tun? Das ist die Station Epsilon-9 bis ins kleinste Detail gespeichert. Captain, ich bin jetzt davon überzeugt, dass dies alles V'ger ist. Dass wir im Innern einer lebenden Maschine sind. Elia. Der Sensor. Er muss eine besondere Bedeutung haben. Ich muss versuchen, mein Bewusstsein mit ihm zu verschmelzen. Spock? Jim. Ich hätte es wissen müssen. Hatten Sie recht? Über V'ger? Eine völlig eigene Lebensform. Eine intelligente, lebende Einheit. Eine lebende Maschine. Und es hält die Enterprise auch für eine lebende Maschine. Darum nannte die Sonde unser Schiff auch ein Wesen. Ich sah V'gers Planeten. Ein Planet bevölkert mit lebenden Maschinen. Eine unglaubliche Technologie. V'gers Wissen umfasst das ganze Universum. Die Infektion durch Kohlenstoffeinheiten muss vom Planeten des Schöpfers entfernt werden. Warum? Ihr infiziert die Enterprise. Dadurch stört ihr auch den Schöpfer. Das stimmt nicht. Kohlenstoffeinheiten sind keine Krankheit. Sie sind eine natürliche Funktion auf dem Planeten des Schöpfers. Sie sind lebendige Wesen. Es sind keine echten Lebensformen. Nur der Schöpfer und damit verwandte Lebensformen sind echt. Verwandte Lebensformen? Jim, V'ger denkt, dass sein Schöpfer eine Maschine ist. Eine Maschine? Nach. Spock, dieses Kind steht kurz davor, jedes Lebewesen auf der Erde zu vernichten. Also, was sollen wir jetzt tun? Wollen Sie sagen, dass ich diese Maschine mit einem Menschen vollständig vereinen möchte? Geht das überhaupt? Meine Liebste, ist für dich. Dankeschön.
Was ist das? Das ist der Congreve-Würfel. Das sieht aus wie ein großer Würfel aus Holz. Das ist ein großer Würfel aus Holz, aber jetzt ist es dein großer Würfel aus Holz. Danke sehr. Gestern erst dachte ich noch, ich habe zu wenig große Würfel aus Holz. Ungewöhnliche Abenteuer erfordern ungewöhnliche Werkzeuge. Steht uns ein Abenteuer bevor? Oh, mein Engel. Wir sind bereits mittendrin. Nein, echt jetzt. Passt auf. Der Congreve-Würfel, er soll mir dabei helfen, irgendein großes Geheimnis zu lüften oder sowas. Sieht aus wie ein Klotz aus Holz. Ist es auch. Sie sollen also mit einem Klotz aus Holz ein Geheimnis lüften? Das ist ein magischer Klotz aus Holz, Mutant. Ein magischer Klotz, der vermutlich in den richtigen Händen eine Form von Größe offenbart, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Das ist unmöglich. Da haben wir es, das verstehen Sie nicht. Sie haben irgendwie etwas übersehen. Jede Minute, und zwar jeden Tag, in wirklich jeder Ecke dieses Ladens, war das, was passiert ist, unmöglich. Glauben Sie ernsthaft an das alles? Ja. Dass der Laden magisch war? Sie haben das nie gesehen. Dass dieser Würfel aus Holz mehr ist als ein Würfel aus Holz? Hundertprozentig. Ich glaube das mit ganzem Herzen, garantiert. Aber die entmutigende Wahrheit ist die, dass nur Mr. Megorian das wecken konnte. Es war sein Wunderladen, nicht meiner. Danke, dass Sie hergekommen sind, aber es ist vorbei. Sagen Sie nochmal, dass dieser Würfel nicht magisch ist. Er ist magisch. Was ist mit Ihnen los, Mutant? Sagen Sie nochmal, dass das mehr als ein Würfel ist. Das ist auf jeden Fall mehr als ein einfacher Würfel. Das bewegt sich jedenfalls schon mal. Ihr Außerirdischen vom Saturn, 50 Jahre, keine Panik, euer Udo Naut, ich gratuliere. Ich bin James Blunt and I'm here to wish Saturn a very happy 50th birthday. Hallo, Freunde von Saturn. Ein halbes Jahrhundert Saturn, das ist ein Wort. Zu eurem 50-jährigen Geburtstag von uns allen, alles Gute.